Ich allein mitten in Braunschweig. Auf der Suche nach Tan Chala. Das ist der hier. Comedian. Smarter Typ. Hat mich auf Facebook angeschrieben, nachdem er nachts die Wiederholung von Join gesehen hat. Mal schauen, wo ich ihn hier finde. In einer Stunde muss er nämlich auf die Bühne. Mit seinem neuen Comedy-Programm Rollt bei mir. Hallo! Fischladen und dann. Da bin ich endlich! Geil, was machst du denn hier? Du hast mir doch geschrieben, ich soll vorbeikommen. Das stimmt. Da bin ich! Und weißt du auch warum? Ich habe abends den Fernseher angemacht. Diese Vorschau im Fernseher hat irgendwie angezeigt, sexy Sportclips. Und dann habe ich dich gesehen und habe gedacht, irgendwann musst du dich ja ausziehen. Und hast du aber nicht gemacht. Und da habe ich festgestellt, okay, das ist gar nicht so eine Sendung, sondern das war halt eure Sendung. Und die war so geil, dass ich dachte, hey, auch ohne viel Körperfleisch kann man sich angucken. Ja, gut. Ist deine erste Tour? Bist du aufgeregt? Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du denn darauf? nein, also ja, auf jeden Fall, weil solo und ganz alleine auf der Bühne, nicht mehr diese Mixed-Shows und so. Und es ist total geil und ich weiß ja immer gar nicht, was mich erwartet. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was ist, wenn es dir nicht gefällt? Wirst du dann so tun, als wenn du es lustig findest? Darüber aus Solidarität? Darüber habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, du glaubst das vielleicht nicht, aber die es lustig finden, kriegen bei mir nächstes Mal immer eine Freikarte. Und die es nicht lustig finden, die schmeiße ich auch von meiner Facebook-Liste runter. Willst du dann wirklich wählerisch sein? Für einen verlorenen Fan hole ich mir zwei dazu. Man kann die jetzt mittlerweile kaufen. Ach komm, ich will ja nicht so sein hier. Guck mal, hier hast du 25 Euro, kauf dir ein paar neue Freunde. Oh, das ist super. Und wann musst du wieder ins Stripclub? Und dann geht's los. 90 Minuten Solo-Power. Ja, Freunde, Mensch, kommt rein. Hey, wir haben hier noch genug Sitzplätze. Aber finde ich gut, dass du einen eigenen Stuhl dabei hast. Bist du Therapeutin? Ja, das ist natürlich typisch, ne? Meinem Publikum wieder. Ja, wir sind gar nicht hier wegen Comedy. Vielleicht können wir dir ja noch im Anschluss ein bisschen helfen. Kundenakquise 2.0, Freunde. So läuft das. Schlimm wird es nur, wenn deine Frau dir plötzlich so eine Frage mit Inhalt stellt. Du, sag mal, Schatz, wann kaufst du dir denn eigentlich mal ein Elektroauto? Ich bin Türke, wir kommen mit einem Dreier BMW auf die Welt, ja? Wisst ihr, wie sich ein Elektroauto anhört? Warte mal, ich zeig's euch. Was sollen meine Nachbarn von mir denken? Soll ich jetzt nachts um drei bei den klingeln und sagen, dass ich zu Hause bin, oder was? Wie ist denn das so? Sex mit Rollstuhl? Geht das überhaupt? Sag ich, keine Ahnung, ich habe meinen Stuhl noch nie gebumst. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage gestellt kriege, denke ich immer an meinen Lieblingsfilm. Kennt ihr Rocky 1, wo der Trainer zu Rocky sagt, damit er vor dem Kampf enthaltsam bleibt, Junge, bumsen macht die Beine schlapp. Ja. Tja, was soll ich sagen, Leute? Tan schafft es tatsächlich, mich zum Lachen zu bringen. Und er hat mir backstage sogar noch ein Angebot gemacht. Falls du Zeit hast, würde ich dich ganz gerne einladen nach Hildesheim. Eine tolle Stadt, ist auch nicht so weit weg von Braunschweig. Würde ich dir so ein bisschen meine Stadt zeigen. Weißt du was? Ich bring Frühstück mit. Ich bring Frühstück mit.